Nochmal ganz herzlich möchte ich alle willkommen heißen zu Europagesprächen in weiterer Folge. Wir sind im Wintersemester 2016-17 und wenn Sie die vergangenen Jahre Revue passieren lassen, die vergangenen Semester und die Programme studieren und die Themen und Inhalte werden aufgefallen sein, wir haben relativ wenig Militärgeschichte, Kriegsgeschichte. Und möglicherweise wird das in Zukunft wieder mehr ein Thema sein, das wir beachten müssen. Und möglicherweise war ein gewisser antizipatorischer Gedanke bei der Konzeption dieses Programms im Hintergrund, das schon ein Jahr zurückliegt, dass man sich eines Themas mal zuwendet, das überhaupt weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Ich möchte Ihnen zu diesem Anlass einen lieben, netten, freundlichen Kollegen vorstellen, der einen ganz interessanten eigenen Lebenslauf hat. Solche Lebensläufe hat man nicht immer. Dr. Martin Müller ist geboren in Landau, in der Pfalz. Aufgewachsen ist er im elsässisch-pfälzisch-lothringischen Grenzgebiet in der Gegend um St. Germanshof zwischen Weißenburg im Elsass, Wörth im Elsensass, im Elsass, Obersteinbach und Stürzel. Bronn, später mehr in Bad Bergzabern und Landau aufgewachsen. Wer St. Germanshof kennt und Weißenburg, der weiß, dass 1950 dort junge Leute, tausende junge Leute, Studierende, auch begeisterte Europa-Anhänger, die Grenzanlagen gestürmt haben, die Pfähle aus den Böden gerissen haben, die Schranken durchsägt haben, und verkündet haben, hier sind wir in Europa, in einem grenzenlosen Europa. Die gleichen Tausenden von Leuten waren auch in Straßburg vor dem Europaplatzgebäude, das damals noch eine schäbige Holzbaracke war, und hätten dieses Gebäude fast angezündet vor Enttäuschung und Wut, dass dieser Europarat nur ein Europarat war und keine europäische Verfassung verabschiedet hat. Der damalige Repräsentant Paul-Henri Spaak wurde gnadenlos ausgepfiffen als Repräsentant eines behäbigen, unbeweglichen, selbstzufriedenen Europas. So die Jugend Anfang der 50er Jahre. Herr Dr. Müller ist tief geprägt worden durch die Erzählungen über den Ersten Weltkrieg an der Westfront des schwer verwundeten Großvaters. Auch ein Grund, der ihn dann später mehr und mehr mit Militärgeschichte befasst haben mag. Er ist der Großvater durch Bunker in den Dolomiten in den Jahren 1915, 16, 17, sowie durch den nahegelegenen Westwall des Zweiten Weltkrieges 39, 40 und 44, 45 durch diese Erfahrungswelten gegangen. Herr Dr. Müller, Jahrgang 1968, hat in Innsbruck studiert, ab 1987 an der Leopold-Franzens-Universität, aber auch in Freiburg, im Breisgau, neben Innsbruck Geschichte und Philosophie. Sein Diplom hat er 1993 erreicht mit dem Magister Phil. Damals hieß das noch Magister und nicht Master. Er ist Historiker, Publizist und Journalist und hat aber auch gearbeitet als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft, so im pfälzischen Raum, aber auch in Tirol. Er hat schließlich auch als Archivar gewirkt am Bundesarchiv, Militärarchiv in Freiburg, im Breisgau. Das war ja mal österreichisch, wie alle wissen, das war mal Vorderösterreich. Die Farben des SC Freiburgs sind ja bekanntlich auch rot und weiß und rot-weiß und rot-weiß-rot. Irgendwann vielleicht auch nochmal. Jedenfalls war der Herr Dr. Müller in vielfacher Weise auch im militärischen Bereich tätig, aber zunächst im Archiv. In Freiburg, im Breisgau, im Militärarchiv war er zuständig für die Zuordnung, für die Verzeichnung und Signierung des restlichen 20stels der nicht vernichteten deutschen Luftwaffenakten aus den Jahren 1935 bis 1945. Dieses restliche 20stel wirkt sehr wenig, ist aber eine riesige Menge an Quellen- und Aktenmaterial, wie er uns gerade eben versichert hat. Er war auch mit der Verzeichnung und Signierung des Nachlasses des reichsdeutschen Oberstleutnants Obkircher beschäftigt und mit der Dokumentation und Ersatzdokumentation der preußisch-deutschen und zum Teil auch der bayerisch-deutschen Heeresakten. Über etliche Jahre hat er hier gearbeitet. Promoviert hat Dr. Müller 2001 und was ich auch erwähnen muss, eingerückt ist er als Gebirgsjäger
beim Tiroler Hochgebirgsjägerbataillon 24, hat auch die Weiterentwicklung des Traditionsraums des Jägerbataillons 24 miterlebt und gestaltet. Und später ist er auch noch Unteroffizier in der Miliz gewesen und seit 2010 Stabswachtmeister. Und für diesen Vortrag in Hildesheim ist er extra befreit worden. Früher sagte man von einer Truppenübung, jetzt heißt es Milizübung. Man muss am Mittwoch um 7.30 Uhr wieder bei dieser laufenden Übung im Einsatz sein. Also danke, dass Sie extra sich freigenommen haben für unseren Vortrag hier und die Freistellung dank dem österreichischen Bundesheer bekommen haben. Herr Müller ist Militärexperte im Rahmen auch des österreichischen Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport und der Landesverteidigungsakademie LAVAK in Wien, wo er unter anderem auch mit der Clausewitz-Rezeption des Bundesheers, des österreichischen Bundesheeres befasst ist. Er hat zahlreiche Dinge veröffentlicht, wissenschaftliche wie journalistische Arbeiten. Ein Buch lasse ich herumgehen, das heißt Vernichtungsgedanke und Koalitionskriegführung. Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn in der Offensive 1917-18, eine Clausewitz-Studie, die in zweifacher Auflage schon in Graz erschienen ist, einmal 2003 und einmal 2005. Er hat ferner gearbeitet über das lebendige Brauchtum in Osttirol und im Südtiroler Busttal, gemeinsam mit Bernd Lenzer, ins Popozen erschienen, an einer Festschrift zur Dokumentation zum 30-jährigen Bestehen des Jägerbataillons 24, voran unter dem Edelweiß, so das Zitat, ebenfalls mitgearbeitet, auch über Bomber Harris, Do It Again, ein Zitat, Vergangenheitsbewältigung und Geschichtspolitik als Herausforderung in einer Gedenkschrift für Wolfgang Venor. Und nicht zuletzt des Kaisers neue Kleider, Österreichs Neutralität und die Europäische Union in Christian Sigur Kavanagh und Wolfgang Etschmann in einer Publikation 50 Jahre Auslandseinsätze des österreichischen Bundesheeres. Das Thema des heutigen Abends, meine Damen und Herren, ist Karl von Clausewitz, die europäische Dimension bei ihm im Zeichen der nationalen Frage. Sie sind herzlich willkommen und eingeladen, nun mit Ihrem Maschgepäck und vielen Manuskripten zu uns vorzukommen und hier am Pult zu sprechen. Und ich freue mich, über Ihre Ausführungen nun mehr zu erfahren. Bitte schön. Sehr verehrte Versammlung, liebe Anwesende, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ich freue mich, dass ich vor Ihnen sprechen darf. Es gibt bei General von Clausewitz eigentlich etwas Durchgängiges. Ja. Er war in seinem Leben ein absoluter Patriot, ein deutschnationaler, wie es im Buch steht. Das Interessante an ihm ist, er war überhaupt kein Mensch, ja, den man irgendwie hätte vergleichen können, 100 Jahre später, ja, zum Beispiel mit Falkenhayn oder mit Ludendorff und gar ja, mit Hitler dann später, ja, sondern er war viel radikaler. Er war ein Radikalnationalist. Das ist das Interessante an ihm. Und es hat niemals mehr, würde ich zumindest sagen, ja, in der ganzen deutschen Geschichte, nicht einmal in Österreich, ja, hat es so etwas Radikales an Nationalismus gegeben, wie diese preußischen Militärreformer. Das verwundert sehr. Ja. Und vor allem, sie waren deswegen nicht böse Leid oder sowas. Ja. Sie waren auch nicht irgendwie jetzt unheilbringend oder dergleichen. Na? Ganz im Gegenteil. Aber mir geht es dann natürlich um die europäische Dimension. Ja. Und jetzt darf ich vielleicht ein bisschen etwas bringen aus dem Leben des General von Clausewitz. 1780 geboren, ist dieser Mensch schon nach ganz kurzer Kindheit in den Krieg eingetreten. Das muss man sich einmal vorstellen. Ja. Der war mit circa 11, 12 Jahren so, war der schon im Krieg. Ne? Das war der erste Koalitionskrieg. Und
danach, ne, hat er niemals mehr vom Krieg loslassen können. Oder, man kann es auch umgekehrt sehen, der Krieg hat ihn nicht mehr losgelassen. Ja. Schicksal. Auf jeden Fall hat Clausewitz das unendliche Glück gehabt, eine sehr liebe Frau zu finden, die übrigens vom Stand her, wie man damals gesagt hat, Marie, ja, viel höher als er war. Die hat sich also praktisch hinabgegeben sozial, ja, indem sie ihn erwählt hat. Und er ist dann so mit circa, wie alt war er? 26 Jahren, ja, ist er wieder in den Krieg gekommen, ja, und war dann bald einmal Kriegsgefangen. Ja. Er ist dann als Adjutant eines preußischen Prinzen nach Frankreich gekommen, hat dort dann gewissen Ausgang gehabt, hat in der Schweiz unter anderem die Madame de Stael kennengelernt und ist ihr trotzdem nicht verfallen. Ja, das muss man auch dazu sagen. Und er war ja so ein lieber und netter im Grunde. Ja. Aber im Großen und Ganzen, ja, hat er dadurch tiefe Eindrücke gehabt. Nachher hat er als Berater von Scharnhorst gewirkt. Das war eine von seinen entscheidenden Prägungen. Es hat weiterhin die Prägung durch Kneißenau gegeben. Kneißenau hat ihn fast so sehr geprägt. Ja. Und wenn Sie heute nachlesen vom Krieg, ja, das Idealbild des Feldherrn, das war für ihn nicht einmal Napoleon, ja, obwohl er den so groß gerühmt hat, ja, fast zu sehr. Aber das Idealbild, das ist Kneißenau. Ja. Und Kneißenau eigentlich vermischt mit Scharnhorst, kann man so sagen. Ja. Und als Mitarbeiter von Scharnhorst hat er dann die Jahre bis 1812 mitgemacht, hat aber dann sich anders entschieden, als Preußen nicht mehr auf Seite der Gegner Napoleons kämpfen wollte, sondern für Napoleon quasi. Ja. Vielleicht darf man noch etwas dazu sagen. Er hatte schon Kriegspläne gemacht, ja, gegen Napoleon, frühzeitig. Und diese Pläne sind niemals umgesetzt worden. Auf jeden Fall hat er dann 1809 den Versuch gemacht, für Österreich zu kämpfen, hat sogar Planungen schon gemacht, Operationsplanungen, hat eine preußische Legion aufstellen wollen für Österreich, ist aber bekanntlich nicht zustande gekommen wegen des zögerlichen Königs. Ne? So, dann 1812, die große Frage, Russlandfeldzug. Clausewitz hat sich, was nicht ganz üblich war, verweigert. Hat eine Bekenntnisdenkschrift geschrieben und Clausewitz hat auch die wirkliche Konsequenz im Leben gezogen. Er ist zu den Russen übergegangen. Er ist aus dem preußischen Heer ausgetreten und hat gesagt, wenn, dann müssen wir jetzt richtig handeln. Er hat, man muss dazu sagen, ja, selbst so ein gescheiter Mensch wie er, ja, hat die Sprachen nicht so beherrscht. Ja. Er hat unheimlich gut Französisch gesprochen, das muss man lassen. Er hat etliche Sachen in Französisch verfasst. Ja. Obwohl er so ein radikaler Antifranzose war, kann man fast sagen, ja, deutscher Nationalist. Aber er hat kein Englisch und kein Russisch bekommen. Ja. Und gerade das Russische hat ihm damals gefehlt. So, damit sind wir beim nächsten Abschnitt. Er hat beigetragen zu großen Ereignissen. Man behauptet heute, ja, selbst Generalstabsoffiziere der deutschen Bundeswehr behaupten das, ja, er hätte nie gekämpft. Nie wirklich mit dem Säbel in der Hand oder mit dem Gewehr in der Hand. Nachweisbar hat er gekämpft. Auf jeden Fall hat er 1812 als russischer Offizier dann mitgeholfen,
dass Napoleon besiegt wird, wobei er hat wenig tun können. Ja. Und jetzt werden Sie sagen, ich übertreibe es ein bisschen. Ja. Mag sein, mag sein. Jedenfalls hat er die Konvention von Dauroben zustande gebracht, also mit seinen preußischen Kameraden, wodurch die Preußen dann quasi übergegangen sind, gegen den Willen des Königs eigentlich, ja, übergegangen sind auf die russische Seite. Nachher, der König hat es ihm nicht verziehen, ja, dass er für die Russen gekämpft hat. Lange Zeit zu beginnen. Er war dann im Corps Valmont, hat längere Zeit da herumgedudelt, wie man so sagen will, ja, also an Nebenfront. Dann ist er später, sozusagen, ja, ist er dann doch wieder übernommen worden von den Preußen und hat entscheidend mitgewirkt, vor allem im Feldzug von 1815. Da hat er eine berühmte Schlacht verloren, als Generalstabschef, aber zu Recht verloren, ja, weil damit hat er den großen Sieg, sagen wir mal, und die Niederlage von Napoleon mit besiegt. Die Schlacht war bei Wavre und vorher war schon Ligny, wie eigentlich jeder wissen sollte. Und nachher war die Schlacht von Waterloo, englisch Waterloo. Ne? Und das hat er ermöglicht durch diesen hinhaltenden Widerstand. Und sein großer Freund und Förderer, der General von Gneisenau, der hat überhaupt erst die Möglichkeit dann wahrgenommen, sagen wir besser so, dass letzten Endes die Preußen rechtzeitig noch eingetroffen sind, ja, bevor die Franzosen gegen die Engländer und Verbündeten, auch Deutsche natürlich dabei, ja, und Niederländer und so weiter, ja, bevor die da gesiegt hätten. Ja. Es war kurz davor, sagen wir so. Aber dann, als die Truppen von Generalfeldmarschall in Blücher eingetroffen sind, dann hat sich die Sache eröffnet gehabt. Ja. Und Gneisenau hat natürlich dann das Entscheidende getan. Er hat es nicht mit dem Sieg einfach so gelassen, sondern er ist in der Nacht, ja, weitergezogen, hat sich ein paar Leute geholt, einfach gesagt, wir müssen jetzt weiterkämpfen, ja, wir müssen sie verfolgen. Das ist die berühmte Nacht bei Genève. Also da ist gerade die Sprachgrenze übrigens, gell, in Brabant. Und Gneisenau hat die Franzosen so verfolgt, ja, dass der Napoleon nie wieder irgendwas hat wirklich tun können. Ja. Und selbst der Daroux, der dann nochmal gekämpft hat bei Paris, zweite Schlacht von Paris, oder bei Paris, kann man auch sagen, ja, selbst da war die Sache dann letzten Endes schon entschieden. Ja. Im Großen und Ganzen. Sag mal so. Gut, jetzt haben wir ein bisschen einen Überblick über Clausewitz. Die Problematik liegt vielleicht noch darin, dass man sagen kann, Clausewitz hat nicht alles so erreicht, wie er wollte. Kohlmann hat viel mehr getan, auch einer dieser berühmten Militärreformer. Er war unter anderem in Spanien tätig, hat Großes geschafft und war einer von denen, die beinhart da mitgekämpft haben, ja, gegen Napoleon. Von dem her gesehen, muss man ein bisschen relativieren, ein bisschen. Dann haben wir plötzlich Clausewitz in neuer Position. Die Sache lief ein bisschen schief. Ja. Es kam zur sogenannten Reaktion. Man hat versucht, diese alte Mächtekonstellation wiederherzustellen und versucht, überhaupt alte Traditionen zu pflegen. Durchaus verständlich. Aber vor allem, man wollte die Welt zurückdrehen. Und sowas funktioniert eigentlich nie. Eine Zeit lang hat man es geschafft, aber im Großen und Ganzen ist es schiefgegangen. Ja? Die sogenannte Restauration. Es kam dann zu peinlichen Exzessen von allen Seiten. Interessanterweise Clausewitz, der als Jakobiner fast schon angesehen wurde, ja? Als Roter quasi, ja? Wenn man heute so sagen wollte. Ja?
der hat sich sehr gegen die Demokratie gewandt. Wollte im Großen und Ganzen überhaupt nicht vom Königtum abweichen. Andererseits wollte er, dass die Monarchie eine Verfassung hat. Ja. Interessanterweise. Auf jeden Fall, die Sache ist in jeder Hinsicht dann schief gegangen. Aber man muss auch dazu sagen, er war von seiner Art her nicht der richtige Mann, um mit dieser Situation umgehen zu können, politisch. Er hat sich ungeheuer darüber gekrämt, dass er nicht an die allerhöchste Stelle gekommen ist. Und das hat sein ganzes weiteres Leben vermisst, quasi. Ja, was soll ich nur so? Ja. Also bitte. Er hat versucht, ganz hoch zu steigen ab 1815. Und in dem Moment, wo er gesehen hat, dass die ganzen Freunde und Bekannten von ihm nicht weiterkommen, hat er sich Stück für Stück in eine gewisse Art von Traurigkeit zurückgezogen, war aber dabei auch etwas eitel, etwas zu sehr eitel. Und das muss man jetzt einmal so sehen. Ja. Er war mit 37 Jahren Generalmajor, obwohl der König ihn nicht mehr gewollt hat. Ja. Aber er ist zum Direktor der Allgemeinen Kriegsschule geworden in Berlin. Ja, gut, dann hat er Clausewitz die Jahre benutzt, wo er nur Verwaltungsdirektor eigentlich war, hat er benutzt, um aus dem, was er so niedergeschrieben hat, ja, furchtbarer Schreiber, ja, viel zu viel geschrieben im Leben, ja, der Mensch, hat er benutzt, um dann wirklich ein systematisches Werk daraus zu machen, das unvollendet ist, Gott sei Dank. Ja, wenn es vollendet wäre, wäre es wahrscheinlich viel weniger gut. Ja. Und nein, im Großen und Ganzen muss man so sagen. Und er hat es geschafft, seine großartigen Ideen, ja, wirklich schriftlich auch niederzulegen. Er hat immer versucht, Neues einzubauen, hat es aber vor allem deswegen nicht vollenden können, weil er gar nicht die militärhistorische Gelegenheit dazu hatte. Jetzt muss man noch etwas ganz Wichtiges dazu sagen. Ja. Diese ganzen Sachen, wo wir wissen, vom Kriege, ja, eher militärphilosophisch, aber auch militärhistorisch, ja, das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was von ihm veröffentlicht ist. Ja. Veröffentlicht ist außerdem die sonstigen hinterlassenen Werke über Krieg und Kriegführung, die machen mindestens noch das 3- bis 4-fache aus, ja, und was er sonst noch geschrieben hat. Ja. Also unendlich, der Mensch hat nur gearbeitet. Und dann ist er doch wieder in die Position gekommen, ja, dass er etwas tun musste, also wirklich etwas tun, nicht nur Verwaltungsdirektor. Ja. Er musste nach Breslau als Artillerieinspekteur, was ihm gelegen ist, weil er sich relativ gut schon in die Materie eingearbeitet hat. So, und nachher hat er gedacht, bei der nächsten großen Krise wird er doch einer von den wichtigsten Leuten werden. Ja. Hat er vollkommen zu Recht gedacht. Ja. Und 1830 war es dann soweit. Er wurde bei Gneisenau, seinem geliebten Chef, also Chef war er, ja, man muss unterscheiden. Ja. Der Kommandant, wie man sagt, ist in Österreich das, ja, Oberbefehlshaber. Ja. Und wir sagen Kommandant, in Preußen sagen sie Kommandeur meistens. Ja. Und der Gneisenau war der Oberbefehlshaber der Observationsarmee und er wurde dessen Generalstabschef, hat aber gedacht, dass er damit, zusammen mit Gneisenau, die Bundeskorps gegen Frankreich führen würde. Das war sogar durchaus realistisch zu erwarten. Und da hat er noch einen Haufen Schriften verfasst und die Sache ist dann ganz anders gelaufen, als er gedacht hatte, denn es kam zu keinem Krieg. Es kam zwar zu Aufständen und diese bekannte Revolution 1830 und so weiter. Und stattdessen ist dann die ganze Sache eigentlich mehr oder weniger schiefgegangen. Er hat immerhin es geschafft, dass man die Polen weiterhin hat ferngehalten, sagen wir so. Und der Gneisenau
sein geliebter Vorgesetzter ist an der Cholera gestorben und er hat da noch groß drüber berichtet. Und wenige Monate später ist er selber an der Cholera gestorben. So, das waren jetzt einmal die biografischen Fakten. Ja, ja, das eigentliche Thema war die europäische Dimension bei Clausewitz. Europa könnte sein, seine starken Völker und Volksgruppen. Europa könnte sein, von der Respublica Christiana des Mittelalters, wo diese Adelsrepubliken zum Beispiel waren, wo die Kaiserherrschaft war, die fast schon Universalherrschaft, ja. Der Abstieg oder der Weitergang, die Weiterentwicklung hin zum Staaten. Wobei ich jetzt da etwas ganz Entscheidendes beitragen möchte. Karl Schmitt, der berühmte politische Philosoph, Jurist, ja, bekannt durch seine gewisse NS-Propaganda zeitweilig, ja, die er dann bald gelassen hat. Ja. Auf jeden Fall, Karl Schmitt hat in seinen früheren Zeiten oft gesprochen von einer Art, ja, sag mal so, von einem Staat des Mittelalters. Ja. Dieser Begriff ist bekannt durch den Rechtshistoriker Heinrich Mitteis. Und genau das ist ein Begriff, den der Karl Schmitt später sehr abgelehnt hat. Also er hat sich somit selber überholt. Ja. Er hat sich selber abgelehnt. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Denn Europa hat geheißen, dass Staaten entstehen, die eben versuchen, den konfessionellen Bürgerkrieg zu überwinden. Das ist das Entscheidende. Von einem Staat des Mittelalters kann man nicht sprechen. Aus meiner Sicht zumindest. Also liegt etwas Entscheidendes da, natürlich darin, ne, dass man mit einbezieht die Herren Machiavelli und vor allem John Butler und natürlich etliche andere Völkerrechtler, wobei man jetzt vom 100. ins 1000. käme, ja, was ich aber versuche zu vermeiden. Ja. Ganz wichtig ist bei dieser Sache, es hat immer in Europa den Versuch gegeben, irgendwie miteinander auszukommen. Aber bei diesem Ganzen hat sich nach und nach so ein Gleichgewicht der Kräfte entwickelt, was aber nur möglich war durch die Überwindung der Idee eines gerechten Krieges, der immer nur auf einer Seite ist. Stattdessen ging es um den gerechten Feind. Das heißt, man hat zwar seine Sache als gerecht angesehen, vollkommen verständlich, wer würde das nicht tun, ne? Entschuldigung. Aber man hat den Feind als Feind anerkannt und nicht als Verbrecher. Das heißt, der berühmte Justus Hostis. Auf jeden Fall, es haben sich unter diesen Bedingungen ab, sagen wir mal, ja, im Grunde war es schon vor der Zeit von Kolumbus, aber ab der Zeit auch der Bauernkriege und so weiter, ja, es war ja eine große Gesamtrevolution, hat sich nach und nach Verschiedenes herausgebildet, was durch den Kolonialismus dann vor allem erst möglich wurde, ja, durch die europäische Eroberung der Welt, kann man fast sagen. Und da hat es sogenannte Freundschaftslinien gegeben, die Amity Lines, beziehungsweise Bayas, Spanisch, und man hat im Großen und Ganzen dann eigentlich das Glück gehabt auf europäischer Seite, dass man den Feind akzeptieren konnte. Andererseits wusste man, jenseits der Bayas, jenseits der Amity Lines, herrscht unendliche, brutale Feindschaft. Unendliche. Clausewitz war vollkommen geprägt durch dieses Staatensystem, hat aber andererseits natürlich die tiefe Prägung durch die Revolutionskriege bzw. Napoleonischen Kriege gehabt. Und hier muss man sich natürlich fragen, ja, war Clausewitz in dieser Hinsicht Europäer oder war es nicht? Ich würde sagen, er war es gerade dadurch. Er war insofern sogar Europäer, als er dieses Staatensystem
verinnerlicht hat? Auf jeden Fall, Clausewitz hat die Sache so angesehen, dass letzten Endes schon diese europäische Gleichgewichtsidee von ihm akzeptiert wurde, dass es für ihn zentrale Bedeutung hatte und dass er trotz allem Nationalismus dahin zurückgekehrt ist. Letzten Endes war für ihn auch die Größe und die Stärke Europas in der Differenz gelegen, in der Ausgeglichenheit, gerade in der Ausgeglichenheit der Gegensätze, beziehungsweise in der Bedingung der Möglichkeit der Ausgleichung, würde ich einmal so formulieren. Ja. Genau deswegen sage ich, Clausewitz hat die wirkliche europäische Dimension nicht gehabt. Clausewitz hat die europäische Dimension, indem er nämlich bereit war, den Krieg zu akzeptieren. Er war es aber für sich selber bereit, muss man dazu sagen. Er war jederzeit bereit, irgendwo kampfmäßig einzutreten. Er war jederzeit bereit, ja, sein Leben umzugeben. Auch wenn die EU vielleicht untergeht, ja, es wird immer, habe ich gerade vorhin mit dem Herrn Professor gesprochen, es wird immer eine Art europäische Vereinigung geben. Muss es geben, weil man wäre sehr dumm, wenn man nicht zusammenarbeiten würde. Wenn wir diese europäische Dimension bei Clausewitz sehen wollen, müssen wir uns natürlich fragen, war er tatsächlich ein Mensch, der nur europäisch gedacht hat? War er ein Mensch, der nur an Landkrieg gedacht hat? Ganz große Frage. Ja. Es gibt einen Aufsatz von Hans-Joachim Arendt, mittlerweile verstorbener Politologe, wo es genau um diese Fragen geht, über die Beschreibung der maritimen Lücke bei Clausewitz. Und damit haben wir natürlich ein Zentralproblem. Clausewitz fragt sich, ja, wie beschreiben wir den Krieg? Und er hat es unheimlich gut gemacht. Aber irgendwie, in seinem Hauptwerk zumindest, ja, vom Kriege, sagen wir mal, diese berühmten drei Bände, diese acht Bücher, er sagt fast kein Wort über den Seekrieg. Und schon das macht es aus, dass er letzten Endes doch nur eine europäische Dimension hatte. Andererseits, alles, was er gesagt hat, kann man benutzen. Die weltweite Rezeption, fragt sich natürlich, gibt es auch eine weltweite Dimension? Schwierige Frage. Ich selbst würde sagen, ja, es gibt beides, aber es wird wahrscheinlich, ja, und auch weiterhin, wird es immer umstritten bleiben, ob diese weltweite Dimension so von ihm wirklich gewollt wurde und beziehungsweise wurde er sich wirklich dessen bewusst, was ein Seekrieg ist, was wird man sagen über Luftkrieg, ja. Da wird es schon schwierig. Trotzdem, es wird alles benutzt. Alles, ja, was er gesagt hat, wird von Luftkriegstheoretikern auch benutzt. Man muss aber immer diese Einschränkung haben, dass man genau sieht, ja, er selber wusste das gar nicht. Das ist die Frage. Ja. Und darum geht es bei dieser europäischen Dimension. Hat Clausewitz die Menschen dermaßen geprägt, ja, dass man sagen kann, er wird heute von fast jedem Theoretiker und vor allem von fast jedem Praktiker andauernd zitiert. Wir haben interessanterweise durch Zufall, ist das wahrscheinlich passiert, einen, der ihn abgelehnt hat, zumindest zeitweilig abgelehnt, das ist der berühmte Herr Stalin. Der Lenin hat ihn geliebt. Marx und Engels, die eine Kritik der deutschen Ideologie geschrieben habe, die übrigens nie zu ihren Lebzeiten veröffentlicht wurde, die haben ihn geliebt. Und Lenin natürlich aufgrund dessen. Ja. Stalin hat ihn zumindest zeitweilig sehr verworfen. Mag sein, dass das mit den aktuellen damaligen politischen Gegebenheiten zusammenhängt.
zum Abschied vielleicht noch ein paar Sorten. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber seine Seele daran Schaden erlitte? Das haben wir alle schon einmal gehört, irgendwann in der Kirche. Das war nicht unbedingt das Glaubensbekenntnis, das ein Clausewitz unterschrieben hätte. Aber es war natürlich dennoch etwas, was ihn tief geprägt hatte und was ihn letzten Endes wieder einholen sollte. Und keineswegs erst beim Tod. Das glaube ich übrigens gar nicht, ja. Weil es ist schwierig mit dem Christentum bei Clausewitz. Er ist schon sehr, sehr weit entfernt und distanziert. Obwohl er ist als evangelischer Christ gestorben. Ja. Und so steht es auch beschrieben in den Papieren. Ja. Jedenfalls, was sich aus einem europäischen Denken dann ergab, man muss fast sagen, es war ein unbritisches Denken, ein unenglisches Wort. Ja. Europa war auf seine eigene, eben europäische Art, damals etwas Abgeschlossenes. Es mochte vielleicht nur mehr ziemlich wenig christlich gewesen sein, nach 1792 spätestens, ne, würde ich einmal sagen. Je nachdem, wie man es definieren will. Ne. Frage der Definition. Aber dennoch bleibt eine Begrenztheit, trotz aller Ausstrahlung, trotz allem Kolonialismus und so weiter. Ja. Und die Begrenztheit, das bedeutet eben, sie macht auch die geistigen Rahmenbedingungen aus und die politischen. Ich möchte es dabei einmal belassen. Wir könnten noch lang drüber reden, vor allem die Abgrenzung Europa und Begriffe des Westens. Aber ich möchte es deswegen dabei belassen, weil wir es nicht übertreiben wollen. Und außerdem kann man das allenfalls auch noch in öffentlicher oder privater Diskussion bringen. Ja? Ich danke Ihnen. Danke. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen eingeführt haben, wie das Leben und die Lebensgeschichte und die Dimensionen, die mit Clausewitz verbunden sind. Mit Clausewitz ist natürlich vor allen Dingen der Krieg verbunden. Die Frage, die sich ja immer wieder stellt, wie weit definiert Clausewitz eigentlich Krieg? Und was hält er von der Planbarkeit kriegerischen Geschehens? Wie schätzt er überhaupt ein, den Angriffskrieg und den Verteidigungskrieg? Wie bewertet er das? Von ihm ist ja überliefert der berühmte Satz, der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Wie haben wir diesen Satz eigentlich zu verstehen? Wie steht er überhaupt zur Frage des Primats der Politik? Und er kommt von der militärischen Seite. Genau. Was man mit Clausewitz ja auch verbindet, das haben Sie ja angedeutet, die Frage der Totalisierung des Krieges, den er erlebt mit den Koalitionskriegen, mit den Befreiungskriegen. Ich habe gelernt in der Einführung, die Unterscheidung zwischen dem absoluten Krieg und dem wirklichen Krieg. Wie steht er zur Verteidigung, wie steht er zum Angriffskrieg? Alles Fragen, die man vielleicht auch in der Diskussion jetzt aufgreifen, vertiefen können. Bevor wir aufhören, aber es ist zu viel, das bitte. Das schafft man nie. Aber da müssen wir jetzt wirklich. Vielleicht können wir müssen ja lernen, auch Thesen zu formulieren. Wir stehen oft vor der Situation, dass uns irgendein Journalist ein Mikrofon hinhält und sagt 3 Minuten. Wir haben hier mehr, wir haben hier 30 Minuten oder 35 Minuten. Vielleicht können wir doch ein paar dieser Fragen anreißen, ja. Die ich jetzt vorwegnehmen möchte, dann ins Publikum gehen. Gut. Wie definiert denn Clausewitz Krieg aus dem reinen Wissen des Clausewitz-Experten? Ich würde einmal sagen, ich würde einmal grundsätzlich sagen, ja, dass man durchaus seine Definition so stehen lassen kann, die er gebracht hat, gleich am Anfang, ja, dass der Krieg eine Art Zweikampf ist und dass es letzten Endes darum geht, ja, dem Gegner seinen Willen aufzudrängen. Das ist das Zentrale. Ja. Und dieses Hin und Her, was dann alles in seinem ersten Kapitel kommt, wo er übrigens gesagt hat, das Einzige, was er jemals wirklich fertig gebracht hat, ja, ist das berühmte 1.1, ja, also erstes Buch, erstes Kapitel. Ja. Und da ist ein dauerndes Hin und Her. Und er versucht, den Krieg
irgendwie zu fassen und er merkt, er kann es nicht. Aber der Krieg ist für ihn natürlich vollkommen gut ausgedrückt, hervorragend sogar ausgedrückt, ein Chamäleon. Und was macht das Chamäleon? Es passt sich an seine Umgebung jeweils so an, ja, dass man es möglichst wenig sieht. Ja. Und umso schlimmer natürlich, wenn man sich so verwandeln kann, dass man letzten Endes wirklich die Möglichkeit hat, ja, seinen Feind vollkommen zu täuschen. Ja. Das heißt aber auch, durchaus ihn zu vernichten. Ja. Ich wäre ja gern auf diese Fragen noch eingegangen. Ja. Wegen dem biografischen Film. Ja. Clausewitz spricht doch auch von dem Nebel des Krieges. Ist damit das gemeint, was Sie auch gesagt haben, dass es so schwer auch zu fassen ist, so dass sich hinter diesem Nebel etwas verbirgt, was eigentlich letztlich nicht fassbar ist? Ja. Und heißt dieses Zitat von Clausewitz, vom Nebel des Krieges, dass eigentlich Krieg gar nicht wirklich planbar ist? Ist das zutreffend? Planbar ist relativ. Man muss so. Man kann manches planen im Leben, wie überall, ja. Aber es gibt viele Punkte, die sind so wenig planbar, dass man davon ausgehen muss, man muss dann konkret entscheiden. Und die Planbarkeit endet laut Generalfeldmarschall von Moltke ja, schon beim allerersten Schritt, dann, ja, wenn man anfängt, in den Krieg zu ziehen. Ja. Stimmt, meines Erachtens stimmt. Und Clausewitz hat das ganz, in dem Fall muss man sagen, ganz ähnlich gesehen. Ja. Also Kriegspläne, ja, alles Schall und Rauch, ne, obwohl er selber einen ganzen Teil darüber geschrieben hat, ja, Kriegsplan. Er hat übrigens noch ein neuntes Buch schreiben wollen, muss ich dazu sagen, ja, habe ich herausgefunden über die Kriegsentscheidung. Dazu ist er nicht mehr gekommen, ja, hat er keine Zeit mehr gehabt. Ja. Er ist ja nur 51 Jahre alt geworden, ne, und das ist jetzt nicht gerade alt. Ne. Heißt das letztlich, wenn Krieg nicht planbar ist, dass die militärische Führung, die politische Führung ein hohes Maß an Realitätssinn haben muss, an raschester Auffassungsgabe und extrem flexibel sein muss? Extrem flexibel. Ist das aus jetzt auch abzulesen? Das ist schon von ihm abzulesen, aber auch von späteren Militärpraktikern, sage ich jetzt einmal böse. Ja. Also wirklich einen deutschen General vor allem, aber auch anderen natürlich. Ne. Wir sind ja nationalistisch in der Hinsicht, ja, dass wir die Wissenschaft nur als deutsch definieren wollen, oder? Das ist, glaube ich, auf jeden Fall ist das vollkommen richtig, was Sie da sagen. Ja. Aber was schon etwas Besonderes ausmacht, in der deutschen Führungslehre, sagen wir mal Lehre, Wissenschaft ist sowieso keine, kann es ja nicht sein in der Hinsicht, in der deutschen Führungslehre ist etwas Großartiges herausgearbeitet worden. Ja. Weniger geht es um die Planbarkeit, viel mehr ja, geht es um die konkrete Lageanalyse und die sofortige, richtige Reaktion auf eine Situation. Und das macht ganz vieles aus, verglichen mit Amerikanern, Franzosen, Engländern, Russen. Ja. Die Russen vor allem, ja, wollten uns das dauernd noch machen. Ja. Und mittlerweile ist er zu Recht gut. Muss man ja sehen. Sogar die Amerikaner auch. Ja? Wirklich. Heißt das dann, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Clausewitz den Schlieffenplan als höchst fragwürdiges bezeichnet hätte? Na, würde ich nicht sagen. Schlieffenplan, ja, im ersten Weltkrieg sagen. Würde ich sagen, wie entschieden hat. Er hätte vielleicht. Hätte, ja. Hätte die Waage, ne? Wissen wir eben. Hätte die Waage gehabt. Genau, in Deutsch. Genau. Er hätte wahrscheinlich gesagt, ja, man kann es nicht im Voraus wissen. Ja. Aber dass man bei so einer Technisierung, ja, die ja komplett anders war als 100 Jahre davor, dass man da schon sehr vieles vorbereiten muss, dass es eine gewisse Maschinerie gibt, ja, und eine Automatik in den Abläufen, ja, das hätte er nicht verhindern können. Ja. Also von dem her gesehen, war wahrscheinlich gar nicht anders möglich. Behaupte ich. Ja. Bitte. Die Frage Verteidigung und Angriff, wie das eigentlich Clausewitz bewertet? Ja, interessanter Punkt. Ich würde einmal Folgendes sagen dazu. Ja. Clausewitz hat es gerade umgekehrt gesehen als heute. Ja. Vor allem, er hat es ganz böse geschrieben, wie ich
bis er das jetzt herausfindet, aber Sigmund, nochmal sinngemäß, genau. Er hat im Grunde gesagt, ja, der Angreifer will den Krieg nicht, der Verteidiger will den Krieg. Das steht so drin, ja. Der Verteidiger will den Krieg, denn der Angreifer, der will einfach nur irgendwo gut einmarschieren und ein super Leben draus machen. Ja. Der Verteidiger will den Krieg, denn der will verhindern, dass der Angreifer irgendwo seine Früchte davon hat. Ja. Das geht. Das ist brutal, ja. Da hat übrigens der Lenin gesagt, genial. Dann würde ja das bedeuten, dass Stalin den Krieg wollte, Hitler gar nicht. Würde ich nicht bezeichnen. Ist zwar ein unheimlich guter Gedanke jetzt von Ihnen, Herr Professor. Ja, aber du, Klaus, würdest du denken, nicht die Macht, ihn nicht zu verteidigen, nicht zu rechtfertigen, sondern ihn mitzudenken. Ich würde sagen, Stalin wollte sich ja nur verteidigen, dann wollte er den Krieg. Tatsächlich hat er den Krieg gewollt. Hat er auch im Grunde eine Vorwärtsverteidigung beide wollten es. Also genau beziehungsweise er sieht nur. Es war bei Hitler, ja. Ich möchte nicht lange jetzt auf das Thema eingehen, weil das ist schon ein bisschen arg brutal ist. Ja. Aber bei Hitler war natürlich schon die Idee da, man könnte sich eventuell mit Stalin über längere Zeit versöhnen. Ja. Beziehungsweise mit ihm zurechtkommen. Ja. Übrigens, neues Buch dazu, gell? Bernd Schwipper, früherer Generalmajor der Deutschen Demokratischen Republik. NVA. Aha. Genau. Aha. Und der hat die ganzen Sachen einmal herausgesucht, ja, was wir alle nicht verstehen, weil wir Russisch können. Beide nicht. Ja. Ich kann keins. Gell? Und da ist natürlich schon die ganze Sache sehr relativiert. Ne? Aber ich möchte jetzt nicht zu tief auf das eingehen. Darf ich, dass ich das los? Ja, lassen wir das mal. Ja. Das ist vielleicht zu komplex. Der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Was heißt das nun? Heißt das, den Primat der Politik zu betonen, den Vorrang der Politik? Oder ja. Sieht das, glaube ich, doch anders? Na, es ist das nur, glaube ich, an einer Stelle so zitiert. Er hat es immer wieder variiert. Er hat immer ein bisschen variiert. Ja. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja. Diese Fortsetzung der Politik, ja, die hat er selber nie richtig ausdrücken können. Ja. Er hat nie die Lösung gefunden, ja, um wirklich Formulierungen zu finden, die seinem eigenen Denken bzw. seinen Erfahrungen entsprochen hätte. Ja. Und die Problematik liegt natürlich darin, weil er selber nicht kann, ja, wie sollen wir es dann können? Ja. Und grundsätzlich, ja, diese bloße Fortsetzung der Politik, ja, die ist natürlich dann schon wieder kritisch zu sehen unter dem Aspekt, ja, was ist Politik? Ist das die Gesamtpolitik oder sind das die bloßen Bedingungen, wie sie im Krieg herrschen? Ja, wie die Politiker es wohl subjektiv sehen. Ja. Das ist die große Frage bei Eberhard Kessel, berühmter Historikerkollege, ja, einer von den besten Clausewitz-Bearbeiter überhaupt. Ja. Der hat es übrigens nur bis zum Leutnant gebracht, ja, aufgebaut, ja. Was soll man da sagen? Gut. Man kann nicht alles sagen. Man kann nicht alles sagen. Ja, ja, gut, der Clausewitz war mit 37 Jahren Generalmajor, ne? Das ist auch Unterschied. Habe ich Clausewitz richtig verstanden, dass das Primat der Politik? Ja, den möchte ich unbedingt noch ansprechen. Ja, gerne. Primat der Politik. Ja. Vorrang der Politik. Also. Vorrang, ja. Um das geht's. Clausewitz sagt immer und überall, ja, Militär hängt ab, alles Militärische, alles Kriegerische auch, ja, hängt ab von der Politik. Und man muss dazu sagen, ja, jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, oh, das stimmt nicht so ganz, ist aber eine schwierige Sache. Ja. Es wurde durch viele Militärs in die Jahre ab 1870 wurde das in Frage gestellt und am Ende ist dabei herausgekommen, ja, dass man die heute alle total verwirft, die Leute, dass man sagt, na, der Clausewitz war ja der Richtige, ja, der hat die Sache richtig gesehen, ja, und dabei ist aber Verschiedenes an Schwierigkeiten einzuwenden. Es ist viel schwieriger, als Sie jetzt denken, ja. Die große Frage ist,
Clausewitz hat einen Urtext geschrieben, ja, also den wirklichen Text quasi, und den hat der Werner Hallweg wiederhergestellt. Und genau da, an dieser Stelle, ja, muss man sagen, der Urtext besagt natürlich, es war schon entscheidend für ihn, dass die Politiker die ganze Last tragen und dass sie sagen, ja, was der Feldherr machen soll. Er hat gelegentlich einmal vorgeschlagen, der Feldherr sollte beratend wirken, ja, sollte hinzugezogen werden, aber er hat es niemals, und das ist jetzt die Relativierung bei der Sache, niemals so gemeint wie unsere heutigen Politiker, niemals im Sinne einer Parlamentsarmee, ja, ganz gewiss nicht. Ja. Das wäre ein Thema für sich. Ja. Aber wir können nicht alles machen. Ja. Wir können das nicht machen. Ja. Also den Primat der Politik kann ich jetzt so verstehen, dass Clausewitz diesen Begriff eigentlich nicht konkret weiter ausführend definiert. Schon. Er ist absolut für den Primat der Politik, ja, aber nicht, dass er sagt, ja, die Parteipolitiker müssen über das Heer bestimmen. Das ist ganz gewiss. Ja. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen. Ja, ganz im Gegenteil. Das wollte er. Aber er hätte meinetwegen auch eine Militärdiktatur zum Bestimmen. Ja. Das wäre dann eben auch politisch. Das hat sich eigentlich Clausewitz auch über die Folgen des Krieges und des Waffeneinsatzes Gedanken gemacht, was Krieg bedeutet für die Infrastruktur, was Krieg bedeutet für den Alltag der Menschen, für die Betroffenen. Zweifellos. Der hat oft einmal sogar wirklich drunter gelitten, ne? Auch unter dem, was real passiert ist. Er hat irgendwann, wann war das? 1817 oder so, einen Ritt durch die Eifel gemacht. Ja? Da ist bekanntlicherweise die Rheinprovinz, wie man sagen will, zu Preußen gekommen. Und in dem Moment, ja, wo er das gesehen hat, da war er entsetzt. Ja? Und interessanterweise, genau das waren die Folgen von der Explosion des Vulkans Tambora in Indonesien. Und an dem ist er dann viele Jahre, Jahrzehnte, kann man schon sagen, ja, also 1817, 1831, ja, ist er an dem auch gestorben. Ne? Weil die Cholera-Epidemie sich deswegen ausgebreitet hat, wie man mittlerweile weiß. Sie haben erwähnt, wie stark er vom europäischen Staatensystem geprägt war, vom Gleichgewichtsgedanken. Das ist ja praktisch die europäische Dimension, dass er durchaus Konsequenzen, Folgeabschätzungen in seinem Denken inkludiert hat. Was für mich nicht klar ist, Preußen ist im Grunde eine Landmacht, ist konzentriert auf die Landstreitkräfte. Also es gab Ansätze für eine Seestreitkraft, Entwicklung, dann erst später, und der Zirkel bricht es dann durch im Deutschen Reich und der Einigung. Wie hat eigentlich dieser Clausewitz auch in größeren Dimensionen, über die europäische Dimension hinausgehen, schon nicht über Seekriege denken können, wenn er eigentlich von der preußischen Tradition her auch stark geprägt ist, dass es ein Landstreitkraft prima ist, hat die russische Erfahrung eine Rolle gespielt, aber die Russen waren bekanntlich auch nicht die großen Seemächte-Konstellationen. Die wollten immer ein warmes Meer, konnten es nie so recht, bis heute nicht. Ja. Keine Erklärung zu den Kalten Krieg wahrscheinlich verloren, weil sie immer nur eine Landmacht waren und nie eine See- und Landmacht zugleich, weil es wird jetzt vielleicht doch zu weit, aber wie ist die... Ja, es wird ein bisschen arg weit jetzt. Aber wie führt dieser Gegensatz zu einem Ergebnis, dass er doch über Europa hinausdenkt, ohne diese Seekriegsdimensionen? Die maritime Lücke haben Sie vorhin gesagt. Ja, das ist eben genau das, was ich sage. Ja. Letzten Endes hat er das nicht ganz fertig gebracht, ja, diese weiteren Dimensionen da wirklich einzubeziehen. Ja. Und die Lücke wird heute durch Allgemeinbegriffe eigentlich überwunden, indem man nämlich sagt, man hat die Möglichkeit von dem und dem, was er sagt, ja, zum Beispiel Vernichtungsgedanken. Ja, habe ich versucht in meinem Buch 10 verschiedene Fassungen zu bringen, aufgrund von Karl Linnebach, aus den 30er Jahren übrigens. Ja. Und genau da ja, kann man natürlich aus den allgemeinen Begriffen dann allgemeine Schlüsse ziehen. Ja, geht schon. Aber man muss sich dessen bewusst sein, ja, bewusst werden, besser gesagt, dass er letzten Endes doch ein Landkriegsdenker war. Ja, das ist der Punkt. Den wollte ich hinaus. Ja. Also man kann ihn für alles verwenden. Ja. Man kann ihn sogar
dafür verwenden, ja, dass man ihn durch sich selbst widerlegt, ja, und sich so. Eine andere Frage, ist es richtig, dass man Clausewitz so verstehen darf, dass er den Verteidigungskrieg als den aussichtsreicheren Krieg interpretiert und als den Angriffskrieg? Das darf man so nicht sagen. Ja. Würde ich ganz arg widersprechen. Ja. Vor allem die Begriffe Angriffskrieg und Verteidigungskrieg sind bei ihm mit irgendwie so moralisch aufgeladen. Ja. Und außerdem, man muss unterscheiden dann zwischen dem politischen und dem militärischen. Ja. Da hat er sehr gut unterschieden. Angriff und Verteidigung, ja, hat er gesagt, ja. Angriff führt eher zum Ziel, ja, ist aber die schwächere Art. Das ist das Problem. Verteidigung will eigentlich nur aufhalten. Ja. Aber letzten Endes fängt die ganze Sache schon damit an, ja, dass selbst der Verteidiger dem Angreifer die offensive Kugel entgegenschickt. Also schon das ist dann wieder eine Art Angriff. Ja. Und er war immer für Verteidigung im großen Stil. Ja. Das hat er in Auseinandersetzungen mit Scharnhorst gelernt. Aber er hat gesagt, man soll dann angreifen, wenn man die Möglichkeit hat, und zwar schnell, ja, und richtig. Und man muss aufpassen, dass man nicht an den Kulminationspunkt des Angriffs kommt. Ja. Das ist der zentrale Punkt bei ihm. Das hat er mehrere Kapitel sogar, ja, in seinem Buch vom Kriege erwähnt. Das hat er auch in anderen Schriften erwähnt. Also entscheidend war für ihn, dass man, wenn man angreift, dass man es geschickt macht und dass man sich bewusst sein muss, es kann furchtbar umschlagen, ja, wenn man Pech hat. Ja. Er hat die ganzen Sachen recht schön dargestellt. Es fehlt nur ein bisschen etwas über Wirtschaft und Finanzen. Das fehlt. Ja. Aber selbst das hätte er noch kapiert, im Grunde genommen angedeutet hat er sogar die geistige Geschichte, also die Propagandageschichte, ja, und so weiter. Ein bisschen zu wenig ist über Wirtschaft und Finanzen. Ja, muss man sagen. Okay, insofern zugegeben. Ja. Kann man nochmal präzisieren, nachfragen, ihn so deuten, dass er den Verteidigungskrieg als den vom Kraftaufwand, vom Energieaufwand leichter zu führenden Krieg verstanden haben könnte als den Angriffskrieg? Teilweise. Ich muss leider immer relativieren. Ja. Sie haben zwar vollkommen recht, dass er das im Grunde schon so sieht, ja, aber nicht immer. Ja. Und die Relativierung liegt vor allem darin, ja, dass wenn man ein gutes Instrument hat, also das Instrument meine ich jetzt nicht irgendein Musikinstrument oder so, sondern die Wehrmacht, ja, quasi, die Streitkräfte, die Armee. Ja. Wenn man das hat und das geschickt einsetzt, ja, dann muss man es richtig machen, ja, und nicht irgendwie zögerlich oder so. Ja. Dann ja. Und insofern, ja, lässt sich dann diese angreifende Art, ja, durchaus vertreten, aus seiner Sicht. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat er gesagt, die Verteidigung ist die stärkere Form, aber mit dem negativen Zweck. Der Angriff ist die schwächere Form, aber mit dem positiven Zweck. Logisch, ne? Und deswegen geht es auch immer um die beiden Grundformen. Ist für ihn wichtiger, ja, beziehungsweise ist es für alle Leute wichtiger, dass man den Feind vernichtet oder dass man die eigene Streitkraft erhält. Und das geht Zweck, Ziel, Mittelachse, habe ich gelesen in der Einführung, weil das Quatsch ist. Ja, die Zweck, Relation. Ziel, Mittelachse der Relation bei Clausewitz. Ja. Ich schaue mal ins Publikum. Fragen wir unseren Referenten. Politik, Militär. Zweck. Ja. Und Zweck ist Politik, Ziel ist Militär. Ich verstehe. Quasi. Sie haben kurz erwähnt, ich sehe keine Fragen mehr, das verstehe ich selbst noch eine, Churchill zitiert, Great Alliances. Welche French. Welche? Entschuldigung. Bitte? Ja, die, Grand Alliance. Grand Alliance. Mhm. Grand Alliance. Grand Alliance, Churchill, klar. Präzisierung sind notwendig. Wie weit spielt der Koalitionsgedanke bei Clausewitz eine Rolle? In welchen Koalition hat er überhaupt gedacht? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube sogar fast ein guter Abschluss. Ja. Ganz wichtig, Koalitionskrieg war für Scharnhorst ein Gräuel. Ja. Und Scharnhorst hat trotzdem es geschafft, die Österreicher dazu zu bringen, ja, dass sie mitkämpfen gegen Napoleon. Ja. Und das hat sie dann auch ausgemacht von der
großen Stärke. Ja. Nicht nur, dass die Russen mitkämpfen, sondern plötzlich sind die erste Reihe wieder dabei gewesen. Ja. Und das war vor allem, weil sich der Metternich zutiefst beleidigt gefühlt hat durch die Worte von Napoleon, ja, und nachher gesagt hat, ich fühle mich ja auch letzten Endes als Deutscher. Ne? Pech gehabt, ne? Napoleon. So geht's im Leben. Und für Clausewitz war das natürlich, was er da miterlebt hat. Ja? Auf der einen Seite ein Riesenchaos, ja? Aber er war ja in einer Koalitionsarmee. Und er war ja einer von denen, die das mitorganisiert haben selber. Ja? Er war beim Korps beim Boden, ja? Also mit den Russen zusammen. Ja? Und er ist ja erst Stück für Stück wieder zum Preußischen zurückgekehrt, sagen wir so. Ja? Also höchst wichtig, ja. Und in seinem Hauptwerk, sagen wir mal in diese Bücher von Kriegen, ja, durchaus behandelt die Koalitionsregierung, vielleicht wenig, vielleicht zu wenig sogar aus unserer heutigen Sicht. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Zentrale steht eigentlich alles drin. Man muss es nur nachlesen, ja. Vor allem im achten Buch. Ja. Also selber nachlesen. Und außerdem hat er ja diese ganzen militärhistorischen Werke, auch mit militärphilosophischen Abschweifungen teilweise, ja, hat er geschrieben, diese ganzen hinterlassenen Werke über Krieg und Kriegführung. Und von dem her gesehen würde ich sagen, also er hat sich dauernd fast nur, ja, mit Koalitionskriegführung befasst. Auch in Spanien und lauter so Sachen, ja, in Italien, überall, ja, alles drin. Europäische Dimension. Ja, immer. Eindeutig. Ja, auf jeden Fall. Meine Damen und Herren, ich sehe keine weiteren Fragen, wenn ich ins Publikum schaue. Danke für diese Einblicke. Danke vor allen Dingen dem österreichischen Bundesheer, dass die Freistellung von der Mietschule. Da danke ich auch. Da konnten wir mal aus der österreichischen Sicht einige interessante Dinge erfahren. Sehr lustig, dass wir aus Österreich Tirol herholen müssen. Das ist über Klaus jetzt erzählt hier. Witzig, ja. Preußenland, ganz interessant. Vielen Dank für danke fürs Kommen. Danke für die Vortrag und die Diskussion. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Schönen Abend. Dankeschön.